Wie könnte man eine Arbeitgeber, ich kürze mal wieder ab, eine Arbeitgebermarke aufbauen? Auch hier wieder Schritt zurücktreten, überlegen, wie könnte man, wer ist denn man? Man ist natürlich das Unternehmen. Wie könnte also ein Unternehmen eine Arbeitgebermarke aufbauen? Nächste Frage ist, was ist denn eine Arbeitgebermarke? Das bedeutet, das Unternehmen, nein, machen wir es noch anders. Was ist eine Marke? Eine Marke ist ein emotional aufgeladenes Etwas. Das kann ein Symbol sein, das kann auch ein Wort sein. Ja, es gibt ja Bildmarken und Wortmarken und Wortbildmarken. Und zwar nicht als Produkt, sondern als Arbeitgeber. Also ein emotional aufgeladenes Symbol, und zwar positiv emotional aufgeladenes Symbol. Ja, das ist die Arbeitgebermarke. Ein positiv, also erzeugt positive Gefühle. Positiv emotional aufgeladenes Symbol, und zwar nicht als Produkt, sondern als Arbeitgeber. Wenn einem das gelingt, dann steht ein Mitarbeiter dieses Unternehmens abends auf einer Party mit einem Glas in der Hand, wird angesprochen, was machst du denn so, wo arbeitest du? Und der nennt den Namen des Unternehmens und die anderen sagen, boah, toll, also da beneide ich dich drum. Das ist das, was man möchte. Arbeitgebermarke erzeugt positive Gefühle bei den Menschen. Ja, vielleicht sogar was sowas wie Neidgefühle. So, und jetzt ist die Frage, wie, ja, das ist jetzt die entscheidende Frage, das alles war nur Vorüberlegung. Wir haben die Frage noch nicht beantwortet. Wie macht man das? Wie baut man also eine Arbeitgebermarke auf? Arbeitgebermarke Aufbau. So, und da zunächst einmal sammelt man Argumente. Argumente sammeln, ja, das ist so eine Art Stärkenanalyse. Welche Argumente dafür und durchaus auch dagegen, ja, Argumente sammeln bedeutet positiv und negative Argumente sammeln. Was spricht dafür, bei diesem Unternehmen zu arbeiten, was spricht dagegen? Und daraus schält sich dann, kristallisiert sich dann eine Stärkenanalyse heraus und vielleicht auch bestimmte Werte, die man dann emotional aufladen könnte. Das zweite ist Grundwerte definieren und leben. Ja, es gibt viele Unternehmen, die haben sehr schöne Texter da und sehr schöne Texte von diesen Textern gemacht, von Profis. Aber die Werte werden nicht gelebt. Also Grundwerte definieren und leben, das passt natürlich hier zusammen mit Argumente sammeln. Wenn solche Grundwerte schon existieren, wird es leichter, Argumente zu sammeln, wenn die Grundwerte auch gelebt werden. Also das geht ineinander über hier. Dann Führungskultur. Ich mag schon gar nicht mehr sagen, ja, der Spruch ist so oft gesagt worden, dass ich ihn gar nicht mehr sagen will, aber er heißt, der Fisch stinkt vom Kopf zuerst. Das heißt, wenn eine Führungskultur da ist, ja, Führungskultur pflegen, eine positive Führungskultur im Sinne von Transparenz und Wertschätzung, Menschenfreundlichkeit, dann fällt es wieder sehr leicht, diese Argumente hier zu sammeln. Und dann natürlich, ja, diese drei Punkte passen irgendwie zusammen, dann muss man natürlich auch die Bekanntheit halt erhöhen. Nach dem Motto, tue Gutes, das sind die ersten drei Punkte hier, und dann rede darüber. Ja, die Bekanntheit erhöhen, das heißt, man muss solche Werte auch nach außen hin kommunizieren. Hier bietet sich natürlich eine gezielte Pressearbeit an. Denn es ist natürlich am besten, wenn ein Dritter, ein Journalist,
über die Grundwerte des Unternehmens schreibt. Das wirkt gleich viel glaubwürdiger. Aber wie auch immer man das macht, ja, man kann auch Testimonials zum Beispiel sammeln, und zwar authentische von Mitarbeitern, und die auf der Internetseite als Video zum Beispiel veröffentlichen, ja, um so die Bekanntheit zu erhöhen, in der Zielgruppe auszubauen. So macht man das. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.